Hallo ihr Lieben. Ich weiß, ihr hattet an dieser Stelle eigentlich den zweiten Teil unseres Agilitätsvideos erwartet, aber den haben wir jetzt kurzfristig auf nächste Woche verschoben, denn wie heute bekannt wurde, ist der Vater der New Work, Frithjof Bergmann, gestern verstorben und ich möchte jetzt an dieser Stelle deshalb mal einen kleinen Nachruf auf ihn halten, weil das, was er geleistet hat, wirklich auch sehr wichtig für unsere eigene Arbeit ist. Ich gebe euch jetzt hier, oder versuche es zumindest, in ein paar Minuten einen Kurzüberblick über die New Work nach Bergmann. Und New Work ist ja ein sehr weiter Begriff, das ist klar, aber wir verstehen New Work eigentlich als Denkansatz für unsere Arbeit, der eben maßgeblich durch das, was Bergmann sich ausgedacht hat, beziehungsweise auch darauf aufbauende Arbeiten geprägt wurde. Heute ist New Work ja ein sehr weiter Begriff. Und wie ich gerade schon gesagt habe, war Frithjof Bergmann der Vater der New Work. Und ja, das, was er geleistet hat, das, was er zu New Work geschrieben hat, beeinflusst eben auch maßgeblich unsere Arbeit und unser Verständnis von New Work. Beziehungsweise, ja, wir orientieren uns zum Teil auch sehr viel an Konzepten, die eben auf dem Bergmannschen Verständnis von New Work aufbauen. Und klar, daneben gibt es noch weitere Konzepte oder weitere Verständnisse von New Work, die möchte ich aber einerseits hier jetzt nicht erklären, und andererseits spielen die auch für unsere Arbeit keine Rolle, weshalb ich die nochmal nicht erkläre. Wenn man von der New Work nach Bergmann spricht, ist es wichtig, dass das eben keine Ansammlung von irgendwelchen Management-Instrumenten oder Tools ist, sondern eher als Konzept zu verstehen ist, dass eben Arbeit in Einklang mit der Mitwelt und gegebenenfalls mit Transformationsprozessen bringt. New Work befasst sich dabei mit ganz vielen verschiedenen Aspekten, die jetzt hier aufzuzählen, alle und durchzugehen, sicherlich das Video nur unnötig lang machen würde. Aber wenn ihr Interesse habt an einer Auswahl, die wir als wichtig erachten, also ich sag mal Stichwort Flexibilität, Stichwort Digitalisierung und ganz viele weitere, verlinke ich euch gern unten in der Infobox nochmal die wichtigsten Artikel dazu auf unserer Webseite. Bei der New Work von Bergmann ist es wichtig oder steht mit im Kern, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass es verschiedene Ansprüche, aber auch Bedürfnisse im Kontext mit Arbeit gibt. Und New Work ist hier deutlich von irgendwelchen Scheinmaßnahmen zu unterscheiden. Also ich sage jetzt mal, der berühmte Kickertisch im Pausenraum oder der Obstkorb, der irgendwo rumsteht, die natürlich für sich alleine keinen Wandel bewirken und keine New Work ausmachen, die aber natürlich im Rahmen eines größeren New Work-Konzeptes durchaus sinnvoll sein können. Arbeit soll nach Bergmann vor allen Dingen den Menschen dienen. Und deshalb steht im absoluten Kern der New Work bei Bergmann auch die Frage, was will ich wirklich, wirklich tun? Ihr seht also, diese Frage ist sehr eng mit Aspekten der Sinn- und Identitätsstiftung verknüpft, aber zugleich auch eine sehr individuelle Angelegenheit. Deshalb gibt es bei Bergmann auch nicht die New Work, sondern Arbeit oder neue Arbeit ist bei Bergmann immer eingebettet in ein größeres Konzept der Selbstverwirklichung. Und vor allen Dingen ist Arbeit bei Frithjof Bergmann ein Zweck, um Menschen eben zu Sinnstiftung und Selbsterfüllung zu führen. Aus diesem Grund hat er auch oft kritisiert, dass heutige Auslegungen der New Work zum Teil eben oft nur darauf abzielen, Arbeit in irgendeiner Art und Weise reizvoller zu machen, damit sich eben Menschen noch mehr einer Tätigkeit hingeben, die sie eigentlich gar nicht ausüben wollen. Und das ist vielleicht ein Punkt, über den nachzudenken sicherlich für viele Menschen interessant sein könnte. Jetzt will ich auch gar nicht lange irgendwie noch weiterreden. Ich glaube, das Wichtigste zu New Work nach Bergmann habe ich gesagt. Und mir bleibt an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, dass wir mit Frithjof Bergmann nicht nur den Vater der New Work verloren haben, sondern auch einen ganz großartigen Philosophen und Anthropologen. Und ich hoffe einfach an dieser Stelle, dass er
ja, seinen Frieden gefunden hat und dass er jetzt in Frieden ruhen kann. Meine Gedanken sind natürlich auch bei seinen Angehörigen, die jetzt diesen Verlust, den Verlust dieses Menschen noch auf eine ganz andere Art und Weise erleben müssen, als wir das jetzt tun, die natürlich irgendwie nur mit seiner Arbeit assoziiert sind, aber den Menschen, der dahinter steht, nie persönlich kennenlernen durften.